Hallo zusammen und willkommen bei Screenshooters, willkommen bei Flashback, einer neuen Ausgabe unserer Retro-Sparte. Wir waren jetzt einige Zeit nicht aktiv, das lag darum, dass ein Umzug anstand und ja, erstmal man sich so ein bisschen sortieren musste und. Der ganze Kram muss ja auch wieder aufgebaut werden. Ja, der ein oder andere kennt es auf jeden Fall. Wir sind wieder da und als kleinen leichten Einstieg dachte ich mir, wir nehmen hier Space Taxi. Space Taxi dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Wem das nicht bekannt ist, der kann sich das jetzt hier auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Das Spiel ist von 1984, wurde für den C64 Schneider CPC veröffentlicht und, oh Gott, in die Reihe der Action-Spiele. Man kann das Spiel Multiplayer machen. Multiplayer früher hieß natürlich nicht, dass man gleichzeitig spielt, sondern nach. Das ist der Spieler 1, dann Spieler 2, dann Spieler 3, dann Spieler 4 und dann wechselt sich das immer weiter ab. Ja, Handlung. Ich lese mal vor, was Wikipedia jetzt so ein bisschen sagt. Es handelt sich um ein Actionspiel, bei dem man ein fliegendes Taxi steuern muss. In 24 verschiedene Level, welche für die 24 Stunden eines Tages stehen, muss man Fahrgäste von einem Ort zum nächsten befördern. Ja, das sehen wir jetzt gleich auch ganz genau. Ich weiß nicht, wie viele Level wir machen. Wir schauen einfach mal. Da die Schwierigkeit besteht darin, dass das Taxi an den zahlreichen und teilweise bewegten Hindernissen vorbeizusteuern und ohne sie zu berühren. Genau, berühren. Das machen wir jetzt einfach mal. Stößt man mit einem Objekt zusammen oder geht dem Taxi der Treibstoff aus, so verliert man ein Leben. In jedem Level befindet sich eine Anzahl von Plattformen. Das sieht ja jetzt hier auch schon in der Demo. Wir springen einfach mal direkt in das Spiel rein. Number of Cabbies, das ist die Anzahl der Spieler. Das ist jetzt hier natürlich nur einer. Wir starten hier. Warning Shift Beginner. So, ich habe es mal gestartet. Short and sweet, das ist zum Eingewöhnen. Mal eben kurz zu schauen, ob das Ganze hier funktioniert. Oben rechts ist unser Taxi. Hey, Taxi. Oh, man hat eine digitalisierte Soundausgabe oder so ähnlich. Unten rechts zählen die Dollar runter. Das sind die Dollar, die wir verdienen, wenn wir den Fahrgast aufnehmen. Feuerknopf und das Fahrwerk kommt raus. So, up, please. Da sagt er uns, wo er hin will. Und er möchte up. Das ist ganz einfach. Hier oben öffnet sich ein Türchen. Schubs, durch sind wir. Das war der erste Level. E, also in der Mitte, E bis F war da so eine Kennzeichnung, ein Balken, der sich verändert. Das ist unser Treibstoff. Ihr seht hier, bei dem, wo Pad 1, please, steht. Das ist unser Treibstoff. Den kann ich jetzt hier noch nicht nachfüllen. So, Feuerknopf zum Landen. Thanks. 17 Dollar wird verdient. Taxi, da ist direkt bei uns auf einem Pad. Pad 2. Ja, mich dahin. Dann bringen wir dahin. Gib mal ein bisschen. Oh, das war knapp. Bisschen Gas. Bremsen, weil wenn wir zu schnell runterkommen, dann verschnellt das Taxi. Logisch. Da oben, Pad 3 ist einer. Ah. Bam. Landefahrwerk raus. Up, please. Das heißt, wir gehen jetzt in den nächsten Level rein. Oh. Ja. Da habe ich den Ausgang berührt. Ein Leben verloren. Unten links in der Ecke sieht man es. Vier Leben haben wir. Über den 22 Dollar und 92 Cent. Gut. Da war ich ein bisschen zu stürmisch unterwegs. Muss man aufpassen. Das Ding ist, das Spielprinzip ist so simpel und so banal. Das macht aber auch heute noch Spaß. Kann man mal einfach nicht anders sagen. Und 1984, ich kann rechnen, das ist 37 Jahre alt, das Spiel. Pad One, please. 37 Jahre. Der ein oder andere Fan vom C64, ne? Ich nicht. Bin ein bisschen älter. Aber so viel auch nicht. So, Pad 2. Ihr seht, es wird alles so ein bisschen kniffliger immer. Man muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr rangieren. Man darf nicht mehr so ganz damit das Fahrwerk nicht ausgefangen habt. Stürmisch irgendwo runter.
Gas, bam. Abbremsen, Gegenschub. Dab, rüber, rüber, rüber. Dam, dam, dam. Fahrwerk raus. So. So. Landefahrwerk. Wie auch immer man es nennen möchte. Wo es auch die Räder hat. Man sieht es ja. Aber okay. Hat sich das überlegt, wie wir müssen das so machen. Ist auch ganz nett. $56 verdient. Pad 1, da schließen wir mal schnell rüber. Bam. Und das Ding ist, je mehr Schub wir geben, desto mehr verbrauchen wir auch. Ne? Ist klar. Je dichter wir an dem Fahrgast ranfliegen, desto weniger muss er laufen, desto schneller ist er am Taxi, desto mehr verdienen wir. Sanft gelandet. $73. Da geht was. So, der nächste Pad 4. Das ist direkt um die Ecke. Nehmen wir hin. Up, please. Ja, auf geht's im nächsten Level. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Tatsächlich, ich weiß nicht, weil ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, ne? Ich habe das jetzt extra für dieses Video wieder ausgegraben. Und naja, bis jetzt läuft es ja noch ganz gut. Aber das sind auch die einfachen Sachen. Hier sieht man schon, das wird ein wenig kniffliger. Die Pads, die sind auch nicht mehr so dick. Hier ist auch diesmal eine Tankstelle dabei. Ui. Das war dumm. Taxi. So, schön über den hinwegfliegen. Nicht, dass ich ihm auf der Nase lande. Pad 6. Das ist eine Etage höher. Ja, ich dachte mir jetzt auch, dass wir jetzt um den Kanal hier wieder zurück ins Leben zu holen, nach seinem kleinen Frühjahrsschlaf. Also jetzt erstmal mit kleineren Gameplays hier anfangen. Ich habe auch schon die nächste Bastelleiter liegen. Die werden wir auf jeden Fall zusammen angehen. Und zwar ein Adapter, um zwischen drei verschiedenen Sits hin und her zu wechseln. Hin und her wechseln, und zwar im Live-Betrieb des Rechners, dass man einen schönen Soundvergleich machen kann. So dass man sich mal den Arm-Sit anhören kann, dann schaltet man live um, dann hört man zum Beispiel den Swin-Sit und dann schaltet man nochmal um und hat dann den Original-Sit. Dann kann man wirklich direkt hören, wo die Unterschiede sind, und man muss nicht immer den Rechner ausschalten, umbauen, hast du nicht gesehen. Das geht tatsächlich, während er im Betrieb ist. Finde ich eine coole Geschichte. Es ist zumindest schön, wenn man mal die verschiedenen Sitz vergleichen möchte. Oder wenn man ein Programm hat, was vielleicht mit dem einen Sitz besser anhört als mit dem anderen. Dann kann man da einfach hin und her schalten. Man muss dann nicht den Rechner ausschalten, beziehungsweise man muss nicht die ICs immer wechseln. Man kann einfach seinen Lieblingssitz drin lassen und dann das halten, nutzen, zu switchen. Pad 7, please. Ich habe das für meinen Modular C64 und ich habe das noch für, weiß gar nicht für welchen anderen C64. Weiß auch noch nicht, welche Version ich aufbaue. Das werden wir dann mal sehen. Thanks. Ich muss jetzt hier tanken. Gluck, 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 gluck. Könnte sein, dass ich diesen Fahrgast dann nicht mehr aufnehme. Mal schauen, ich muss jetzt natürlich auch wieder Stoff geben, das verbraucht wieder ein bisschen mehr. Wow, 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 wow. Oh. Wieder ein Leben verballert. Ja, man muss schon ein bisschen aufmerksam sein bei diesem Spiel.
So simpel wie es ist, so knifflig ist es dann am Ende doch auch. Pat, one please. Danke. Bam. Thanks. Pat 5. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Ich meine, ich habe ja jetzt hier schon unnötig viel Leben verballert. Hoch, 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 hoch. Hoch, zur Seite, runter. Bam, den kriegen wir. Up, please. Das heißt, dieser Level ist beendet. Finde ich gut. Machen wir auch direkt weiter hier. So, zack, zack, zack. Hoch, 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 rüber. Hoch, 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 zack, zack, zack. Ja, da muss man jetzt ein bisschen schon aufpassen. Und raus, das haben wir geschafft. Aber oh, fast alles an Sprit verbraucht. Beanstalk. Wachsende war Bohnenstange, steigende Anzahl an Pads. Das ist die Beschreibung jetzt in... Boah, ist nicht herrlich, ey. Bei Wikipedia. Ja, ihr seht es schon, da wachsen jetzt Stages raus, die Pads raus. Thanks. So, gerade eben noch abgesetzt. Vielleicht kommt jetzt einer bei zwei. Fast vermutet, ne? Ja, Leben kommt keine neue dazu. Wenn alle aufgebraucht sind, sind alle aufgebraucht, ne? So ist das mal einfach. Lassen wir jetzt erstmal einen Sturzflug. Wow, 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 wow. Sturzflug runter, wollte ich sagen. Pad 3, please. Das ist richtig fies, dass wir jetzt hier hin und her fliegen müssen. Vor allem, ihr seht, der Treibstoff, der neigt sich schon dem Ende zu. Also hier muss man schon ein bisschen haushalten. Ja, das ist okay. Der ist nicht ganz so weit weg. Klick, 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 klick. Nervöser Finger am Feuerknopf. Was eine miese Kiste. Game over. Ja. Congratulations, KB. Your score ranks you as one of the top 10 KBs of all time. Das ist jetzt auch nicht ganz so schwer, weil ganz so viele Leute haben das Spiel nicht gespielt. Jetzt gerade eben hier. MW. Das bin ich. Enter your name below. Ja, meine lieben Leute. Das war Space Taxi. Das war unser Rückkehr-Einstieg nach der Frühjahrspause 2021 in die Retro-Geschichte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir bei Space Taxi zuzuschauen. Ich denke, letztendlich jeder kennt das Spiel, aber ich hatte es halt ewig nicht mehr selber gespielt und musste es mir einfach deswegen greifen. Einfach für den Kanal. Ohne Space Taxi ist kein Kanal komplett. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt euch gerne melden und Wünsche äußern, was ihr als nächstes wollt, dass ich spiele. Das wird sich sicherlich umsetzen lassen. Aktuell habe ich den C64 aufgebaut, einen Amiga, und ich könnte das Mega Drive rannehmen und den Atari 2600. Also die Sachen, die sind hier schnell griffbereit. Auf denen bin ich sofort in der Lage, euch was zu zeigen. Und ja, an dieser Stelle sage ich jetzt einfach mal einen schönen Tag euch noch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.